So. Jetzt kann es weitergehen. Jetzt spiele ich mit dem 90-Euro-Controller. Ich muss nochmal. So. Offensichtlich hat sich mein Controller einfach daran gehalten, was ich gesagt habe. Wenn es so beginnt, können wir gleich wieder aufhören. Bupp war aus. Aber ist ja nicht schlimm. War das normaler Wolf? Nee, der da, warte mal, den brauche ich auch noch. Flaschta. Flaschta. Okay, scheiß drauf. Ich hab lieber Bock, die Story jetzt zu machen hier. Ich möchte zu Urki und zu dem Udam jetzt. Das möchte ich beides eigentlich in dieser Folge schaffen. Innerhalb von 25 Minuten, ja. Die Folgen gehen immer 25, 30. Zumindest vom Timer her. Letztendlich sind sie eh alle länger, aber... Boah. Okay, wir müssen einfach nur hier den Berg entlang. Damit sparen wir so viel Weg. Jo. Na, immer laufen, mein Freund. Immer laufen, laufen, laufen. Laufen. Nicht saufen. Tigri! Nein! Nein! Doch. Ah. Wupsi dupsi. Oh, die bringen den danach da ganz hinten, Alter. Wenn wir dem Weg hier folgen, müssten wir da aber eigentlich hinkommen. Also noch abgelegener geht's echt nicht. Die wollten echt, dass wir den niemals finden. Boah, und da sieht das hier so schön aus. Oh, ist das schön hier. Oh mein Gott, ist das schön. Mach dir keine Sorgen, du Udam. Wir sind gleich da. Jeden Augenblick. Nachdem ich das Mike gerichtet habe, so. Ich hab's das Mike hingerichtet. Jedem Einzelnen hier einfach einen Kopfschuss geben. Ist nicht deren Ernst. Alter, haben die den da wirklich runtergeworfen? So. Kein Problem, da ist immerhin der schon mal weg hier und kann es nicht weiter nerven. Jetzt aber schnell hier. Da kann ich noch nicht machen. Oh, scheiße, das Wasser. Das geht ja auf Zeit. Shit. Ich finde es cool, wie er einfach aus dem Wasser mit einem schweren Stein hochkommt und den da reindrücken kann. Winjai, da baram. Sa krauhadan daf winjai, da ishkwati balhasa. Da mari, kwaida shwadam mari. Shaja shwadam kwaifa. Gasteya, Marchasar. Jeder, der sich gegen uns stellt hier von den Wenja, wird von uns erschossen. Niemand lehnt sich gegen die Obrigkeit auf. Niemand lehnt sich gegen mich auf. Okay. Weniger Schaden aus großen Höhen. Warum will ich da überhaupt hinrennen? Ich hab doch gleich da was eingenommen. Einfach, bupp. Von Rad zu fahren hier wirkt schnell und so. Nein, das ist kein Product Placement. Ich sollte vielleicht keinen Reis essen, während ich aufnehme. Man sollte generell nichts essen, während man aufnimmt. Verzeiht mir das bitte, aber ich habe Hunger. Es ist mittlerweile 18 Uhr. Ich bin den ganzen Tag nur am Aufnehmen und Bearbeiten und im Voraus hochladen und habe heute nichts gegessen außer ein Brötchen. Tiger. Okay. Da ist es nun einmal normal, dass man Hunger verspürt. Normalerweise würde mir das ja auch nichts ausmachen. Ich habe kein wirkliches Problem mit Hunger, also ich kann das... Macht euch keine Sorgen, der will eh nur mich haben. So geht's natürlich auch. Die werden einfach alle sterben. Und ich reite davon. Ich habe übrigens eins festgestellt, der ist der stärkste von denen, die man haben kann. Keiner hat so gute Werte. Und Schleichen, da kacke ich hier drauf. Ich bin kein Schleicher. Hallo. Winja. Kushawi Warha? Urki Yishwada Kwati Patashta. Urki Yishwada Kwati Patashta. Winja. Oh! 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 Apatash Fupausi Khan! Oh! Apatash! Urki Shawi Wapatash Walla Deuce Deuce! Urki San Patra. San Patra? Oh, San Pupau San Patra! Tap. Tabu Buddha Kuala. Tabu Buddha Kuala. Urki Sakui. Urki Sakui Hapatradaha. Ta Urki Patash. Ta Urki Patash. Ooh, ooh, ooh. Urki Sakui Hapatradaha. To Urki Patash. To Urki Patash. Ei, ei, ei. Was haben wir es denn da für einen Spezialisten zu tun? Was soll ich denn jagen oder töten für ihn? Das war ein Jaguar, ich dachte. Vergesst es, ich habe mir nichts gedacht. Jetzt renn doch weg, Mann. Ich wollte dir das Leben schenken. Ich weiß nicht von wo. Verzeihung, ich bin halb blind. Weißfisch, okay. Ein Rabe. Hä? Danke. Ich habe einen Raben gehört. Da ist einer. Verdammt, da war noch einer. Liegen die bei toten Leuten rum oder was? Wie zur Hölle. Nein. Ich schieße einfach zwei Pfeile gleichzeitig, oder? Vor allem nach der Devise, einer muss schon treffen können. Alter. Alter, ich hasse diese Mission. Manche denken sich jetzt so, ja, was rastest denn du jetzt schon aus? Was du vielleicht nicht weißt, ich bin unglaublich ungeduldig. Ja, mach du nur. Wie soll ich denn einen Raben töten? So eine Farce, oder? Ich meine, das können sie nicht ernst machen. Können wir doch nicht ja wirklich auf gut Glück in die Menge schießen lassen, bis ich vielleicht mal einen treffe. Was ist denn das für eine Scheißquest? Ich werde doch niemals so einen scheiß verfickten Rahmen treffen. Kaum aim ich in die Richtung, fliegt er plötzlich los. Es kann nicht deren Ernst sein. Oh mein Gott! Ich hasse alles! Oh, ist das eine Scheiß-Quest, Alter. Jetzt setz dich irgendwo hin, du verkackter Drecksvogel! Hm. Zur Hölle. Oder wo zur Hölle? Jetzt sehe ich gar nicht mehr. Ach, das Spiel ist so toll. Hier Schneevogel und so. Schneevögel sind doch die kleinen weißen Vögelchen, oder? Oder? Und wer es glaubt, ich schneide meinen Rage raus. Da hört sich. Mein Rage gehört dazu. Man soll ja auch was zum Lachen haben. Kacke. Gut, also ein kleiner Abfuckvogel. Wo es die Abfuckvögel gibt. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass die Scheiße klein sind. Wo hier Schildkröten sein sollen? Ich habe keine Ahnung. Irgendwo im gelben Gebiet. Aber kann ich hier gerade Schildkröten... Ich kann Schildkröten erspielen. Das ist gegen meine Moral. Es tut mir leid. Es tut mir halt echt leid. Ich höre auf jeden Fall irgendwo so einen Kackvogel. Aber ich sehe keinen. Habt ihr auch Far Cry Primal gespielt? Nein! Alter! Alter! Das ist Provokation. Aber auf dem allerhöchsten Niveau. Du bleibst hier stehen, Alter. Bei dir tut's mir überhaupt nicht leid. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich werde vielleicht doch ein bisschen kürzen. Müssen. Oben. Was macht denn der da oben? Kann er nicht an seinem Haus chillen? Na, egal. Dann gehen wir halt zum ulkigen Urki. Urki. Borsta, Budakwalad, Borsta! Unu Urki Patra Daha! Uha! Uha Darsh! Uha Darsh! Darsh Urki Shawi Wapatash! Dash Urki Shawi Wapatash! Uha! Uha Darsh! Uha Darsh! Hä, der will ja nicht wirklich runterspringen, oder? Ich habe mich gerecht. War meine Rache gerechtfertigt? Nein. Danach sind deine Hände blutig. Na gut, dann gucken wir dem mal zu. Auf geht's. Das war eine Anspielung auf Assassin's Creed. Er macht einfach den Todessprung in einen Heuballen. Geht's dir gut? Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao.